Obst in diesem Paradies ist leicht zu pflücken. Wenn du liegend bist, dann passt sich der Baum deiner Liegeposition an. Wenn du stehend bist, dann kommt er so weit runter, wie du stehst. Und wenn du sitzt, dann kommt er so weit runter, wie du sitzt. Du brauchst dich nicht mehr anzustrengen. O Diener Allahs, du hast dich schon bereits in der Dunya angestrengt. Allah Azza wa Jalla sagt, Kulu wa shrabu hani'an bima aslaftum fil ayyam al-khaliya. So trink, wohlbekömmlich für euch. Herzlichen Glückwunsch, o ihr Diener Allahs. Trinkt und isst für das, was ihr in den vorigen Tagen getan habt. Was hast du getan? Was denkt ihr, wenn man diese Botschaft bekommt, was dein Herz fühlen wird, o Diener Allahs? Ein Rufer wird dann rufen, Yaqulu, ya ahl al-Jannah, khuludun fala maut. Dann wird ein Rufer rufen, o ihr Leute des Paradieses. Und das wird zu einem Zeitpunkt sein, wo der letzte Höllenbewohner herausgegangen ist, weil er ein Muslim war, aber er wurde bestraft im Höllenfeuer. Wenn er herauskommt aus dem Höllenfeuer und in das Paradies hereingeht, dann wird gesagt werden, o ihr Leute des Paradieses, ihr bleibt drinnen für ewig. Das wird deine Botschaft sein. Warst du einmal in einem 6-Sterne-Hotel? Handel, weder du noch ich. Ich glaube, wir würden noch nicht reinkommen. Kannst du dir vorstellen, wie es in einem 6-Sterne-Hotel aussieht? Ich meine, manchmal fährt man ja mit dem Auto, da siehst du so Bilder von schicken Badezimmern und die direkt am Meer sind und so weiter und so fort. Da sagst du, oh, du machst fast einen Unfall. Das ist für dich schon etwas Gewaltiges. Kennt ihr die Zeugen Jehovas? Die kommen ja immer so mit komischen Bildern, die wollen dir sagen, das ist das Paradies, ja. Obwohl in Berlin gibt es schönere Stellen als das, was sie haben. Aber die zeigen dir so Bilder vom Meer und weiße Strände und so weiter und so fort. Du bekommst eine Freude in deinem Herzen. Du sagst, das ist ein wunderschöner Aufenthaltsort. Was denkst du, wie es im Paradies sein wird? Möchtest du jemals heraus? Du wirst nie wieder Angst haben müssen, aus diesem Paradies herausgeworfen zu werden. Im Hotel ja, spätestens wenn du deine Rechnung nicht bezahlst. Aber aus dem Paradies, niemand wird dich herausschmeißen. Warum? Weil du deine Arbeit bereits in der Dunya gemacht hast. Und ich möchte nur, dass wir Allah Azza wa Jalla preisen, denn er ist Ash-Shakur, der Dankbare. Eine Frage, liebe Geschwister, seien wir ehrlich. Unsere Taten, die wir hier gemacht haben in dieser Dunya, ganz gleich wie viele sie waren, stehen sie im Verhältnis zu dem Lohn im Paradies? Antwort. Ist Allah dankbar? Ey Wallah. Du kehrst zurück zu Allah vielleicht mit 100.000 gute Taten oder vielleicht mit 1 Million gute Taten, aber rechtfertigen diese Taten ein ewiges Leben im Paradies? Sogar der ärmste aller Paradiesbewohner, der ärmste aller Paradiesbewohner, niemand ist ärmer als er, liebe Geschwister, er wird vor Allah Azza wa Jalla stehen, nachdem er gereinigt wurde von den Sünden und von der Bestrafung im Höllenfeuer. Möge Allah Azza wa Jalla uns weder in der Dunya noch in der Akhira bestrafen. Diese Person, er steht vor Allah Azza wa Jalla. Dann sagt Allah Azza wa Jalla zu ihm, möchtest du so viel haben wie die Dunya und was in ihr ist? Er wird sagen, machst du dich über mich lustig, während du der Herr der Weltenbewohner bist. Er glaubt es nicht, weil er weiß, dass er nichts Gutes oder nicht viel Gutes im Leben gemacht hat. Allah sagt ihm, möchtest du die gesamte Dunya? Schaut mal, die Dunya, liebe Geschwister, ist nicht nur Zuffenhausen. Manche von euch sind hier nie aus Zuffenhausen rausgekommen. Es gibt schon ein paar gewaltige Orte und gewaltige Schätze, gewaltige Vermögen. Möchtest du so viel wie die Dunya und was in ihr ist? So sagte dieser Diener, möchtest du dich über mich lustig machen und du bist der Herr der Weltenbewohner? Dann sagt Allah Azza wa Jalla, du wirst 10-mal so viel bekommen wie die Dunya und was in ihr ist. Bedeutet 11-mal so viel wie die gesamte Dunya beinhaltet und was in ihr ist. Das ist für wen? Für den ärmsten Paradiesbewohner. Dann kommt er in sein Haus herein und 2 Hurin Ayn, Paradiesjungfrauen. Sie werden ihn empfangen, liebe Geschwister. Dann wird er sie anschauen. Und er sagt, gepriesen sei Allah, der euch für mich ins Leben gerufen hat. Und sie sagen, gepriesen sei Allah, der uns zu dir geschickt hat. Und er wird denken, niemand hat etwas Besseres bekommen. Und er ist der ärmste Paradiesbewohner. Allah, ist Allah geizig? Achi, Allah möchte dich nicht bestrafen. Allah Azza wa Jal, er möchte dich nicht bestrafen. Hört, was Allah Azza wa Jal sagt. Was hat Allah davon, wenn er euch bestraft? مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ Was hat Allah davon, wenn er euch bestraft? Eine Frage, wird Allah reicher, wenn er uns bestraft? Wird er ärmer? Nein, aber wir haben Regeln aufgetragen bekommen. Wir müssen uns an diese Regeln halten. So ist das Gesetz bei Allah. Allah hat nichts davon, uns zu bestrafen, wenn wir dankbar sind und gläubig sind, liebe Geschwister. Subhanallah al-Azim. Allah, er bietet dir immer wieder die Reue an. Er sagt, وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ Allah möchte euch vergeben. Allah möchte euch vergeben. Nur die Frage, möchtest du auch Allah um Vergebung bitten? Allah, er hat dir die Tür zur Barmherzigkeit aufgemacht. Die Frage ist nur, o Diener Allahs,
möchtest du durch diese Tür? Möchtest du Allah Azza wa Jal inständig darum bitten, dass er dir vergeben soll? Allah ist in der Lage dazu. Subhanallah.